Willkommen wieder bei Far Cry. Willkommen wieder bei Far Cry. Willkommen wieder bei Far Cry. So. Kurzes Einliedchen, Singchen. Und wir werden uns auch gleich um ein Lager kümmern. Da kennen wir ja gar nichts. Ach du Scheiße. Kratzt mich das ja. Ist hier noch einer? Da ist ein Bär. Okay, mach mal die Kamera weg hier. Das ist ja... Überall Moskitos. Na sag mal, hör zu, wo die Waffe raus. Merci. Problem ist einfach, da ist ein Scharfschütze, da ist noch einer. Ich mach das anders, Bros. Hier noch einer steht. Eingenommen. Bär, mach dir mal keine Gedanken. Ich tu dir nichts. Es liegt jedenfalls nicht in meinem Interesse, dir etwas zu tun. So, ab zum nächsten Lager. Merci, merci beaucoup. Hallo Laptop. Schön dich zu finden. Gehabt zu haben. Schnellverkauf. Ja, danke schön. Aber ich wollte ganz gern noch Munition nachkaufen. Das ist ja wohl das Mindeste. So Leute, damit haben wir auch das erste Blabla eingenommen und dann werden wir uns mal jetzt um den Funkturm kümmern. Jawoll, sorgt mal dafür, denn das ist ganz gut, wenn man dafür sorgt, wenn man weiß, dass man dafür sorgen muss. Denn nichts ist schlimmer, als nicht zu wissen, für was man zu sorgen hat, wenn man eigentlich ganz viele Sorgen hat. Ja, Bär, da hast du recht. Das kann man nicht anders so nennen. Und schön, dass ihr alles vollparkt. Das ist ja auch... Ja, den hab ich auch eingenommen. Ja, und den... Ja, ich weiß es doch. Dankeschön, ist doch gut. Dann fahren wir mal durch den Busch. Mit dem Auto durch das Busch. Und wir fahren mit 50 km/h durch den Busch. Und hoffen, dass wir keine Wildtiere überfahren. Wildtiere sind ein wichtiger Bestandteil des Dschungels und wir müssen zum Turm, um mal zu gucken, ob wir hier was finden, was uns interessant sein könnte. Und ich singe wieder Mist, aber das Radio tut's auch, also mach ich jetzt mit und das ist doch so Knoblauch. Und da wird geschossen, warum schießen die denn?
Ach Leute, was machen die alle hier bloß, ne? Sollen auch hier Urlaub machen. Sollen nicht rumheizen wie die Idioten hier. Meine Güte, kein Benehmen mehr. Die Jugend von heute. Oh, 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 oh. Hallo, 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 hallo. Da schön. Ja, hallo. Man ist ja auch nicht. Hallo, hallo, hallo. Gut, dass das Gelände warm ist. Warte, ich werde als Verräter betitelt? Kann ja nicht sein. Du standest auf der Straße, Kollege. Also mir hat man beigebracht, dass man nicht unbedingt gerade auf der Straße stehen sollte, wenn gerade Autos vorbeifahren. Aber ist in Ordnung, wenn du meinst, dann kontaktier doch mal den Anwalt bitte. Und dann werden wir weitersehen, was denn passiert. So, ja, auf der falschen Seite der Leiter hoch zu wollen, ist immer so eine Geschichte. Das sowohl als auch im Spiel, als auch in der Realität ein sehr, sehr gefährliches Thema. Und auch ein sehr ereignisreiches Erlebnis im Leben. Aber wir sind da etwas mutig. Wir klettern ja auch hier hoch ohne Probleme. Ist uns ja auch scheißegal, denn wir sind ja auch so eine Art Superman. Und von da aus nehmen wir jetzt diesen Turm auch noch ein. Und können uns dann glücklich schätzen, dass wir das Gebiet haben. Unser Turm, unsere. Damit haben wir das Gebiet aufgedeckt und wie wir sehen, sehen wir ganz viele Eier und Einlager, was wir uns jetzt auch noch, wir müssen da sogar fast in der Nähe hin, das ist ja sogar echt sehr cool. Ja, hallo, so ist es. Man hilft seinen Freunden, wo man auch immer kann. Wir helfen denen jetzt, indem wir hier einfach mal sie in Ruhe lassen und dem Schicksal Schicksal sein lassen. Und hier steht ein Auto einfach so rum. Und wir holen uns mal wieder ein paar Pflänzeles, denn wir brauchen wieder ein bisschen grünes Blatt. Das steht auf jeden Fall fest. Irgendwie kommt mir das hier alles sehr, sehr bekannt vor. Da vorne ist ein Auto, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht so auffällig laufen. Aber bis jetzt kann uns das egal sein. Wir sind immer noch außer Reichweite. So, hier haben wir auch noch ein paar grüne Pflänzeles. Tut mir leid, aber die muss ich mitnehmen, Bros. Denn wir werden sie später, denke ich, noch in Massenweise verbrauchen. Auch mitgenommen. So. Upsala, 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 upsala. Nimmst du dir bitte einen Schuss? Dankeschön. Diesen Bären. Oh, ja, Bären, die Wildschweine jagen. Geil. Sollen sie mal machen. Wir sind auf dem Weg und suchen was anderes. Hat da zwei Patronen sind, ey. Hammer, was das jetzt auch alles so langsam bewacht wird, wie bekloppt, ja. Man kommt hier nicht mal ganz schnell von A nach B. Außer wir natürlich. Wir laufen hier einmal quer durch die Pampa und sind dann auch schon fast da, wie wir sehen können. Ich denke mal, wir werden uns auf den Felsen da setzen und werden uns mit dem Snipergewehr ein bisschen mehr anfreunden. Und der Hoffnung, dass wir aufräumen tun. So viel zur Sicht. So, Problem ist, ich habe jetzt schon ein paar Leute gesehen, wo sie hängen. Da kommen wir nicht so hoch. Da müssen wir hier hoch. Gut. Dann machen wir das alles hier. Von hier aus. Da sind noch mehr. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Wusste ich's doch. Das Geile ist, wir gucken ja gerade hin. In die falsche Richtung, das ist natürlich ganz gut. Was war das? Ah!
Ficker! Alles klar, Onkel Ficker! Alles klar, Onkel Ficker! Ohne Alarm! Wir können uns selber nicht aufhalten. Dankeschön. Haben auch das geschafft. Ging ja ratzfatz. Haben wir sogar eine Hirschquest. Hirschquest sag ich schon. Ihr wisst, was ich meine, Bros. Ihr wisst, was ich meine. Ja, genau das. Geil, sagt Leute. Ja, und so wird es auch weiterbleiben. Wir verkaufen wieder Schnellverkauf. Haben wir überhaupt was zum Schnellverkaufen? Ja, wir haben was zum Schnellverkaufen. Super. Ich bin ein bisschen aufgedreht, aber das liegt auch daran, dass heute mein letzter Nachtdienst ist. Danach geht es los um Zug. Ich bin auch der Größte in doof Quatschen. Welche Mission haben wir denn da? Hoffentlich die für die Brieftasche. Ja, bla 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 bla. Ja, Hammer, ist alles klar. Er hat ihn einen Menschenfresserhaie mit dem Zielort gestellten Bogen. Ja, klar, sie jagen jetzt Haie mit dem Bogen. Wie denn, unter Wasser oder was? Nein. Geht's der Familie. Und wenn er es im nächsten Part, Bros. Also, Bros, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann werden wir auf jeden Fall diese kleine High-Tauch-Aktion machen mit Bogen. Entschuldigung. Ernsthaftigkeit ist doch ein wichtiges Thema. Und dann werden wir zum Bug gehen. Und dann werden wir da mal gucken, was uns da erwartet, Bros. Also seid wieder im nächsten Part dabei, wenn es heißt Far Cry. Du bist noch kein Abonnent, aber dir gefallen meine Videos? Was hält dich verdammt nochmal auf? Klick einfach hier oben auf Abonnieren. Dir hat das Video gefallen? Gib mir einfach einen Daumen hoch, klick einfach auf Mag ich und schon sehe ich, was euch gefällt und was zum Beispiel nicht. Dir hat das Video gefallen und du musst unbedingt einen Kommentar loswerden? Dann schreib doch einfach einen, zum Beispiel wie, du bist einfach nur geil. Wenn du mich weiterhin unterstützen willst, kannst du auch das Video, was dir gefallen hat, einfach zu deinen Favoriten hinzufügen, damit deine Freunde wissen, das Video hat dir gefallen. Danke, Bruce. Wenn du mir noch weiterhelfen willst, kannst du zudem auf Teilen klicken und auf das Facebook-Symbol klicken. Du solltest einen aktiven Facebook-Account haben und kannst dann zum Beispiel deinen Freunden mitteilen, einfach mal gucken. Danke, Bruce.